Es ist der Gänsehautmoment beim 10. Wings for Life World Run. Ex-Skispringer Lukas Müller schafft 2,3 Kilometer zu Fuß und das trotz inkompletter Querschnittslähmung. Jeder, der vorbei ist, nicht nur die Sportler, denen hat es voll getaugt und mir sowieso, ich habe einen Grinser gehabt. Hey, jetzt ist eine volle Anstrengung und ich habe die ganze Zeit Gänsehaut gehabt, das kenne ich eigentlich von mir gar nicht. Seit seinem Horrorsturz 2016 am Kulm sitzt der Kärntner im Rollstuhl. Die Nerven seines Rückenmarks sind stark geschädigt, aber nicht vollständig durchtrennt. Der Worldrun holt Dinge aus dir heraus, die du gar nicht glaubst, dass sie vorhanden sind. Zusammen mit Lukas Müller gehen weltweit über 200.000 Teilnehmer an den Start. Sie alle laufen für den guten Zweck. Das gesamte Startgeld fließt in die Rückenmarksforschung. Mitmachen kann jeder, entweder bei einem der Massenstarts, alleine oder zusammen mit anderen Läufern mit der App. Unter den Läufern sind auch viele prominente Gesichter. DJ Ötzi, Benjamin Karl und Thomas Morgenstern starten in Wien. In Trins im Tiroler Gschnitztal sind die Wintersportler Ricarda und Raphael Haser mit von der Partie. Aber der richtige Star, das ist heute die Gusti, die älteste Teilnehmerin. Die ist nämlich 92 Jahre alt und macht da heute mit. Gusti, was ist denn deine Motivation, hier heute dabei zu sein? Ja, mein Gott, es braucht so viel Hilfe. So viele Leute brauchen Hilfe, nicht wenn es notwendig ist. Wie hast du dich denn auf den Lauf jetzt heute vorbereitet? Überhaupt nicht. Ich mache meine Arbeit daheim, ich bin allein, ich habe jetzt niemanden mehr. Ich muss mein Holzofen heizen, ich habe einen Stubenofen und das Holz alles eintragen, mache das alles selber. Und geht die Stirn, muss ich die Stirn auf und da laufen, wenn ich aufs Klo will, weil unser Haus liegt nieder, als wie die Surgrum ist. Bei ihm schaut die Vorbereitung etwas anders aus. Christian Ebner hat in den vergangenen Monaten fast jeden Tag für den Wings for Life World Run trainiert. Vor 2 Jahren verunglückt der dreifache Familienvater bei einer Bergtour. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Ich denke immer wieder dran, ich hatte sogar mein altes Leben wieder zur Retour. Von einer Sekunde auf die andere hat sich das Leben grundlegend verändert eigentlich. Und deswegen hoffe ich, dass durch so eine Veranstaltung wie heute, dass da einmal der Durchbruch gelingt, dass auch vielleicht Rollstuhlfahrern geholfen wird. 5 Kilometer will Christian Ebner beim Wings for Life World Run schaffen. Um Punkt 13 Uhr geht es für ihn und alle anderen weltweit los. Die einen laufen barfuß, auf Schnee oder im Regen, ja sogar auf Wüstensand. Bist du zufrieden, wie es bis jetzt läuft? Ja, mehr als zufrieden. Ziel bei Weitem überboten eigentlich. So kann es weitergehen. Die wievielte Runde habt ihr denn schon? Das ist die 3. Runde jetzt. Dann gebt's noch Gas, gibt's auch ein ordentliches Tempo drauf. Lang halt ihr damit euch nicht mit. Gusti Kastelrotto schafft etwa 4 Kilometer beim App-Run in Trins. Das Dreifache davon bewältigen Christian Ebner und sein Team. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass man so weit kommt eigentlich. Wir haben viele Läufer überholt noch eigentlich. Es wäre wahrscheinlich mehr geworden, aber ein kleiner Defekt am Rollstuhl hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Alles in allem geht es aber vorwärts. Denn die Teilnehmer vom 10. Wings for Life World Run sammeln die Rekordspendensumme von 5,8 Millionen Euro. Dieses Geld fließt zu 100% in die Rückenmarksforschung, damit Rückenmarksverletzungen heilbar werden.